Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Was bisher geschah. Hey Leute, wir sind da. Wo ist denn Anne? Sie hat mir eben geschrieben, dass sie mit ihrer Mutter nach Stolzach gefahren ist. Sie will, glaube ich, bei Fatima vorbeischauen. Ist das die Neue aus eurer Klasse? Ja, woher weiß sie, wo sie wohnt? Tamara hat heute in der Pause erzählt, dass die Neue in der Wohnung über ihnen wohnt. Und was will Anne da? Ach, du kennst doch Anne. Sie will solchen Leuten doch immer helfen. Naja, und gar nicht so selten schafft sie es ja auch. Ja, warten wir es erstmal ab. Ich dachte, wir wollten heute einen neuen Platz für unser Baumhaus suchen. Sophie hat recht. Los, Jungs, lasst uns die Bögen einpacken und losziehen. So, jetzt den Ast. Einfach super, wenn alles so klein wird. Ihr seht aus wie Zwerge. Nicht so laut, Erik. Ein guter Spion bist du bei diesem Gebrüll auf jeden Fall nicht. Es ist auch kein Feind in der Nähe. Sicher? Klar, ich habe doch gute Augen. Und die tollpatschigen Korsaren hätte ich sofort gesehen. Auf jeden Fall hat man von hier eine super Aussicht. Wie weit kannst du sehen? Von hier aus kann ich den Weg bis zur Kurve einsehen. Aber warte, ich klette noch etwas höher. Pass auf, die Äste da oben sind dünner und können schneller brechen. Ja, aber ich bin noch keine Tonne. Die werden mich schon aushalten. Vorsicht, Erik! Der Ast hält dich nicht! Ach, das Knacken war doch nicht. Ah! Erik! Inzwischen läuft Erik mit einem Gips um sein gebrochenes Bein und Krücken durch die Gegend. Und Anne? Pit? Pit! Hallo Anne! Braucht ihr etwas für euer Baumhaus? Das weiß ich gar nicht. Wie, das weißt du nicht? Ich war die letzten Tage nicht mit den anderen im Wald. Habt ihr euch gestritten? Na, nicht so direkt. Komm, setz dich und erzähl mir doch mal, was los ist. Willst du was trinken? Nein, danke. Na, dann mal raus mit der Sprache. Ach, weißt du, wir haben eine Neue in der Klasse. Fatima heißt sie. Oh, da haben mir die anderen gar nichts von erzählt. Ich glaube, sie machen sich auch nicht so viel aus ihr. Es ist auch echt schwierig. Sie spricht kaum ein Wort Deutsch. Verstehe. Und du? Ich habe mich ein paar Mal mit ihr getroffen. Ich dachte, vielleicht kann ich ihr helfen. Und? Ich glaube, ein paar Worte hat sie gelernt. Sie hat sich aber einfach immer total gefreut, wenn ich gekommen bin. Gestern kam eine Frau bei Fatimas Familie vorbei, als ich da war. Die will der Familie helfen, dass sie einen Deutschkurs machen. Finde ich klasse, dass du dich um Fatima kümmerst. Aber dadurch habe ich nicht so viel Zeit, mit den anderen roten Melanen am Baumhaus zu bauen. Ich habe einiges verpasst. Zum Beispiel, dass Erik vom Baum gefallen ist. Verstehe. Es ist schon etwas ganz anderes, ob man etwas miterlebt oder es nur erzählt bekommt. Genau. Irgendwie sind wir nicht mehr so enge Freunde. Und was hast du heute vor? Die Frau, die Fatimas Familie hilft, hat mich gefragt, ob ich Fatima zur ersten Deutschstunde begleiten kann, damit sie nicht so alleine ist. Also musst du gleich nach Stolzach? Ja, und kann wieder nicht mit den anderen zusammen sein. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Was würdest du machen, Pit? Ich würde mich fragen, was Jesus tun würde. Und ich glaube, er würde Fatima helfen, auch wenn es nicht leicht ist. Weißt du, wer Jesus ist, von dem Pit redet? Jesus ist Gottes Sohn und Pits bester Freund. Wenn du mehr über die beiden wissen willst, wie Jesus zum Beispiel auch dein bester Freund werden kann, dann schreib uns doch eine E-Mail an radio@doppeldecker.info oder einen Brief an Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Nullberg Neustadt. Wir erzählen dir gerne mehr über Jesus, denn er ist auch unser bester Freund. Halt das Brett mal höher. Ja, so. Mann, das ist ganz schön anstrengend.
Jetzt mecker mal nicht rum. Schließlich wird das hier das coolste Baumhaus der Welt. Ja, ja, ohne Fleiß kein Preis. Ich finde, ihr macht das schon ganz gut. Alex, das Brett dort könnte noch etwas höher. Du hast gut reden. Sitzt nur rum und gibst Anweisungen. Und verputzt unsere Kekse. Tja, und die Limonade ist auch gleich leer. Mensch, wenn ihr wüsstet, wie anstrengend der Weg für mich war. Die längste Zeit der Strecke hast du schön gemütlich auf meinem Gepäckträger gesessen. So anstrengend kann das für dich nicht gewesen sein. Aber dann der Weg durch den Wald. Ihr wisst ja gar nicht, wie anstrengend das mit Krücken ist. Sollen wir dich jetzt auch noch bedauern? Du bist schließlich auf den Baum geklettert. Hey, jetzt kein Streit. Wo ist eigentlich Anne wieder? Ach die, ist mal wieder bei Fatima. Sie hat heute ihre erste Stunde in einem Deutschkurs. Anne will sie begleiten, damit sie nicht alleine ist. Ich denke, dass sie bald wieder dabei ist. Das will ich auch hoffen. So selten wie wir sie in der letzten Zeit gesehen haben. Na, du warst jetzt auch nicht so oft da. Moment, ich lag im Krankenhaus und habe damit eine gute Entschuldigung. Aber bei Anne kann es uns passieren, dass das Baumhaus steht, bevor sie wieder dabei ist. Wir sollten vielleicht überlegen, ob sie wirklich noch ein Teil der Bande ist. Das ist gemein. Aber ein bisschen hat Erik schon recht. So, ich glaube, für heute ist Schluss. Die Balken für den Boden sind fest. Aber das Holz und die Bandenkasse sind leer. Vielleicht will Anne ja auch gar nicht mehr bei uns mitmachen. Für Aktionen im Wald war sie eh nicht zu haben. Aber ich finde, es kann nicht sein, dass sie am Ende auch einfach ins Baumhaus darf, obwohl sie gar nicht mitgeholfen hat. Ich glaube nicht, dass Anne bei den Roten Milanen austreten will. Sie hat einfach gerade viel zu tun. Ja, aber das hat sie sich selbst ausgesucht. Sie zieht einfach uns etwas anderem vor. Alexander, was sagst du denn dazu? Tja, das ist alles nicht so einfach. Ob wir Anne aus der Bande ausschließen? Sollten wir mal ganz in Ruhe besprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie weiter ein roter Milan sein will. Und noch ist das Baumhaus ja lange nicht fertig. Wir müssen uns jetzt erst einmal Gedanken machen, wie wir die Bandenkasse füllen und an Holz kommen. Wir können ja morgen mal mit Anne reden. Dabei kann sie uns auf jeden Fall helfen. Durchs Babysitten verdient sie ja auch ein bisschen Geld. Vielleicht hat Leni recht und Anne hat wirklich gerade viel zu tun. Dann los, Leute. Hier können wir jetzt eh nichts mehr machen. Morgen, Alex. Habt ihr mit Anne geredet? Nee, sie ist auch gerade mal wieder bei Fatima. Kommt, ich hole sie. Na dann. Mann, wenn das so weitergeht, habe ich echt keinen Bock mehr, dass Anne mitmacht. Die roten Milane halten zusammen, aber sie... Psst, nicht so laut vor Anne. Entschuldigt, ich wollte Fatima nur noch fragen, wie es gestern im Deutschkurs war. Sie kann jeden Tag ein paar Worte mehr. Echt cool. Mhm. War es gestern bei euch im Wald? Super. Ja, das Baumhaus ist fast fertig. Wirklich? Klar, wir haben richtig reingehauen. Naja, ein paar Kleinigkeiten sind natürlich schon zu machen. Aber das ist nicht mehr der Rede wert. Seid ihr wirklich schon fertig? Nein, natürlich nicht. Und reingehauen hat Erik schon mal gar nicht. Ey, war ein Scherz. Ich wollte Anne nur ein bisschen ärgern. Wir haben schon angefangen, aber jetzt haben wir kein Holz mehr und die Bandenkasse ist auch leer. Bevor wir also weitermachen, müssen wir uns überlegen, wie wir sie wieder füllen können. Also, ich bin gerade knapp bei Kasse. Ja, ich auch. Wir mussten gerade ein Geburtstagsgeschenk für Mama kaufen. Ich hab auch nichts. Naja, das ist ja nichts Neues. Hier, ich hab 5 Euro, die ich geben kann. Ich hab 7. Ich hab nur 3. Tut mir leid. Ich denke, du verdienst dir immer mal wieder was zu deinem Taschengeld dazu. Schon, aber ich spare gerade für etwas. Naja, schade. Wir haben gedacht, dass du mehr gibst, nachdem du schon die ganzen Tage nicht mitgeholfen hast. Könntest quasi die Arbeitsstunden, die du nicht geleistet hast, abzahlen. Vielleicht sollen wir einen Preis festlegen, den man bezahlen muss, wenn man nicht arbeitet. Klar, da müsstest du aber ganz schön blechen. Krankheitstage sind natürlich eine Ausnahme. Ich habe ja schließlich meine Gesundheit für euch riskiert. Naja, so kann man das jetzt nicht sagen. Du hast einfach nicht auf uns gehört und meintest, dass das gar kein Problem für dich ist. Ist ja auch egal. Ich finde die Regel auf jeden Fall doof. Ich mache da definitiv nicht mit. Na, was ist denn mit den roten Milanen los? So hitzige Debatten kennt man bei ihnen gar nicht. Gut, dass jetzt erst einmal der Unterricht weitergeht.
Wo ist denn Anne? Sie ist, glaube ich, traurig. Auf jeden Fall hat sie mir gesagt, dass sie Fatima noch etwas fragen will. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns heute Nachmittag bei Pitt und besprechen, wie es weitergeht. Super Idee. Dann schreibe ich nachher noch Anne. Dann weiß sie auch Bescheid. Und so treffen sich die roten Milane am Nachmittag bei Pitt auf dem Schanzer Kopf. Ihr Freund, der Doppeldeckerpilot, hat ihnen schon oft gute Ratschläge gegeben. Nur Anne, die ist mal wieder nicht dabei. Na, wie wäre es mit einer Limo? Keine schlechte Idee. Pass auf, du nimmst noch zu, wenn du so viel süßes Zeug trinkst. Schließlich kannst du ja die nächsten Wochen kein Fußball spielen. Erinnere mich bloß doch nicht daran. Ich ärgere mich sowieso schon saumäßig deswegen. Gerade jetzt, wo die Saison wieder losgeht, passiert mir sowas. Nachher bist du noch richtig pummelig. Na, Erik, mach dir da mal keine Sorgen. Erstens kannst du ein bisschen was auf den Rippen vertragen und zweitens kriegst du, wie ich dich kenne, das, was du ansetzt, auch schnell wieder runter. Pitt, könntest du uns helfen? Wir brauchen dringend Holz für unser neues Baumhaus. Kannst du uns sagen, wo wir etwas herbekommen? Oh, da muss ich mal überlegen. Vor allem ein paar lange, große Bretter. Aber zahlen können wir im Moment nicht. Die Bandenkasse ist leer. Ich schau mal, was sich da machen lässt. Hast du nicht auch noch eine Idee, wo wir uns etwas dazu verdienen können? Ja, ich kann mal Liesel fragen. Nach dem Winter müssen die Gartenmöbel bestimmt geschrubbt werden. Oh, wie gut, dass ich meine Beine gebrochen habe. Aber vielleicht kann Anne ja euch ja helfen. Ach, so sieht's aus. Deine Arme sind noch ganz gesund. Pass schon auf, wir kriegen dich noch an die Arbeit. Wo ist eigentlich Anne? Bestimmt mal wieder mit Fatima unterwegs. Wo sonst? Fatima, das ist doch das neue Mädchen in eurer Klasse, stimmt's? Ja, und sie spricht kaum ein Wort Deutsch. Naja, seit Anne ihr hilft, hat sie schon einiges gelernt. Ja, aber wenn man sie was fragt, schweigt sie. Ach, diese ganzen Fremdsprachen. Wer hat eigentlich diesen Quatsch erfunden? Wie einfach wäre es, wenn alle Leute Deutsch sprechen würden? Oder Englisch. Von mir aus auch Englisch. Erik, ich kann dir erklären, wer sich das ausgedacht hat. Echt, Pitt? Ja, das hat sich Gott ausgedacht. Gott? Er soll sich so etwas ausgedacht haben? Ja, tatsächlich. Gott hat sich das ausgedacht. Warum denn das? Weil die Menschen ungehorsam und stolz waren. Gott hatte ihnen den Auftrag gegeben, sich zu vermehren und über die ganze Erde zu verteilen. Aber sie wollten sich einen Namen machen, sodass andere sie bewundern würden. Ach, wartet mal. Hier, Thomas, liest du doch mal diesen Vers. Dann sagten sie, los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Hey, die Geschichte kenne ich. Na, kennst du die Geschichte auch? Vielleicht hast du sie schon einmal im Religionsunterricht gehört. Weißt du, wie sie heißt? Du kannst sie auf jeden Fall gerne in der Bibel nachlesen. Schlage das erste Buch auf. Das ist das erste Buch Mose. Suche dort nach einer großen Elf. Dort findest du die Geschichte. Du hast keine Bibel oder weißt gar nicht, was das ist? Kein Problem. Schreibe uns einfach eine E-Mail mit deiner Adresse an radio@doppeldecker.org oder eine Postkarte an Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Wir schicken dir gerne eine zu. Die Menschen haben einen Turm gebaut. Dann ist Gott runtergekommen, um zu sehen, was sie machen. Als er sah, dass sie statt sich zu verteilen, gemeinsam einen Turm bauten, hatte er ihre Sprache verwirrt. Danach haben sie sich gegenseitig nicht mehr verstanden und haben aufgehört, den Turm zu bauen. Genau. Ach, das ist doch die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Turmbau zu Babel, meinst du? Ach ja. Also sind die vielen verschiedenen Sprachen von heute die Folge vom Stolz und Ungehorsam der Menschen damals? Genau so ist es. Die Menschen wollten nicht auf Gott hören und sich stattdessen lieber einen Namen machen, als Gott zu gehorchen. Wie ist das eigentlich bei euch? Wie bei uns? Na, tut ihr, was ihr wollt oder was Gott will? Keine Ahnung. Woher soll ich denn wissen, ob Gott will, dass wir ein neues Baumhaus bauen? Könntet ihr auch noch was anderes tun? Klar, Fernsehen, Computer spielen. Oder uns um Fatima kümmern. Das macht doch schon Anne. Stimmt, aber wir könnten ihr helfen. Meint ihr, das will Gott?
Naja, Jesus, also Gottes Sohn, hat sich immer um Menschen gekümmert. Dann sollten wir das wohl auch tun. Also, das will Gott? Ja, ich glaube, das möchte Gott, denn genau wie Thomas es schon gesagt hat, Gott sind Menschen wichtig. Was meint ihr, was Anne jetzt wohl gerne täte? Anscheinend will sie bei Fatima sein, sonst wäre sie ja schließlich nicht bei ihr. Bist du dir sicher, Erik? Meinst du, sie wäre lieber mit uns zusammen, Pitt? Was denkst du denn, Leni? Du kennst sie doch am besten. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie gerne mit uns zusammen sein würde. Aber warum trifft sie sich dann mit Fatima? Weil Anne denkt, das ist es, was Gott von ihr möchte. Eigentlich wäre sie viel lieber mit euch zusammen. Oh, echt? Irgendwie haben wir alle gedacht, dass sie lieber mit Fatima zusammen wäre. Stimmt. So sah es einfach für uns aus. Was meint ihr? Vielleicht sollten wir ihr mit Fatima helfen. Unser Baumhaus können wir auch noch ein anderes Mal bauen. Vielleicht, wenn Fatima besser Deutsch kann. Super Idee. Im Moment können wir eh nicht weiterbauen, da wir kein Baumaterial und kein Geld in der Bandenkasse haben. Also los! Aber wohin? Nach Stolzach. Ich denke, dass Anne dorthin ist, oder? Muss das sein? Ich habe keine Lust, den halben Tag mit den Krücken durch die Gegend zu laufen. Außerdem soll ich meinen Fuß hochlegen. Dann müssen wir ohne dich los. Aber wir bringen dich erst noch nach Hause. Mann, bin ich froh, dass ich hier nicht leben muss. Stimmt, diese Hochhäuser können einen ganz schön erdrücken. Wo ist Anne jetzt? Sie hat mir geschrieben, dass sie auf einem der Spielplätze hier ist. Da vorne ist einer. Also los! Seht ihr sie? Was macht ihr denn alle hier? Tja. Ach, es tut uns leid, dass wir dich mit Fatima so hängen gelassen haben. Wir dachten, wir könnten ab jetzt auch alle was zusammen mit Fatima machen. Das finde ich eine schöne Idee. Aber wo ist Erik? Dem war es mit den Krücken zu viel, hier den ganzen Tag herumzumumpeln. Klar, das kann ich verstehen. Aber was ist mit dem Baumhaus? Ach, weißt du, Menschen sind doch wichtiger als Dinge. Wie schön, dass die roten Milane sich wieder vertragen haben und keiner mehr außen vor ist, oder? Wie ist das mit dir und deinen Freunden? Ist einer ein Außenseiter oder macht ihr immer alle etwas zusammen? Und du? Sind dir Menschen genauso wichtig wie Gott? Oder interessierst du dich gar nicht dafür, was Gott will? Hast du noch Fragen an uns? Na dann mal los. Schreibe uns eine Karte oder eine E-Mail, entweder an Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Berg Neustadt oder an radio@doppeldecker.info.